Guten Tag. Ja, vielen Dank für den New Gen Chor. Ich bin dadurch groß ermutigt, zu wirken, bis der Meister kommt. Der Titel der heutigen Botschaft lautet: Der Mauerbau in der Zusammenarbeit. Der Leitvers ist der Vers 1. Lasst uns diesen Vers einmal zusammenlesen. Bitte. Und Eliaschib, der hohe Priester, machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf. Und sie bauten das Schaftor, sie deckten es und setzten seine Türen ein. Sie bauten aber weiter bis an den Turm Mea und bis an den Turm Hananel. Ja, ich möchte zuvor mit euch beten. Lieber Vater, vielen Dank, dass du uns heute zu diesem Sonntagsgottesdienst zusammengeführt hast, um dein Wort aus dem 3. Kapitel Nehemia zu hören. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Herzen weit auftust und dass du uns lehrst, wie wir gut zusammenarbeiten können und dass wir dadurch die geistlichen Mauern in Deutschland und in Europa wieder aufrichten dürfen. Segne jeden Teilnehmer an diesem Gottesdienst mit deinem lebendigen Wort. Nimm du allein die Ehre und gebrauche mich als deine Stimme im Namen Jesu. Amen. Und Eliaschib, der hohe Priester, machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Sie deckten es und setzten seine Türen ein. Sie bauten aber weiter bis an den Turm Mea und bis an den Turm Hananel. Wir danken Gott, dass er unsere vergangene Frühlingsbibelkonferenz in Mücke mit seinem Wort reichlich gesegnet und er uns geholfen hat, die wahre Freiheit in Christus kennenzulernen und sie neu zu ergreifen. Gott helfe uns, unsere neu gewonnene Freiheit in Christus dafür zu gebrauchen, unser neues Leben Gott zu weihen, indem wir insbesondere uns von ihm als eine Waffe der Gerechtigkeit gebrauchen lassen und das Wort Gottes zur Zeit und zur Unzeit predigen. Heute wollen wir nochmal Nehemia Kapitel 3 studieren und dadurch das Werk der Zusammenarbeit kennenlernen. Warum ist die Zusammenarbeit im Werk Gottes so wichtig? Jesus selbst gibt uns hier eine Antwort in Matthäus 18, Vers 20. Dort sagt er: Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Immer dann, wenn zwei oder drei im Namen Jesu etwas für Gott tun, dann ist Gott mit ihnen und es geschieht das Werk Gottes. Gottes Werk ist das Werk der Zusammenarbeit. Lasst uns dieses Werk der Zusammenarbeit heute kennenlernen. Teil 1, der Bau der Mauer an der Nord- und Westseite, Verse 1 bis 13. Gott hatte durch Nehemias Gebet und Zeugnis in den Herzen der Juden in Jerusalem sehr mächtig gewirkt. Sie waren verzagt und niedergeschlagen gewesen, doch nachdem sie Gottes mächtiges Wirken durch Nehemia gehört hatten, wurden sie geistig lebendig und sie entschieden sich, das gute Werk des Wiederaufbaus der Mauern Jerusalems in die Hand zu nehmen. Sehen wir Vers 1. Lass uns diesen Vers nochmal zusammenlesen. Bitte. Und Eliaschib, der hohe Priester, machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Sie deckten es und setzten seine Türen ein. Sie bauten aber weiter bis an den Turm Mea und bis an den Turm Hananel. Der Bau der Mauern Jerusalems begann, als der Hohepriester Eliaschib und seine Brüder, die Priester, Hammer und Kelle in die Hand nahmen und anfingen, das Schaftor zu bauen.
Ein Vorbild wirkt immer mehr als 1000 Worte. Als Hohepriester hätte sich Eliashib darauf beschränken können, während des Wiederaufbaus für das Volk im Hintergrund still zu beten und sie ab und zu das Wort Gottes zu lehren. Doch er war der Erste, der mit anpackte und sich nicht zu schade war, auch harte und schmutzige Arbeit zu tun. Durch sein Vorbild wurden viele andere ermutigt und gingen engagiert mit an das Werk. In den nachfolgenden Versen werden 38 Namen von Leitern genannt, die mit ihren Leuten an der Mauer arbeiteten und dem Beispiel von Eliashib und seinen Brüdern folgten. Gott gebraucht diejenigen als Vorbilder, die Gott von Herzen lieb haben, die sich selbst verleugnen und mit all ihrer Kraft sich für die Sache Gottes einsetzen. Apostel Paulus war auch jemand, der sich bemühte, stets ein gutes Vorbild für andere zu sein. Um keinem anderen zur Last zu fallen, arbeitete er neben seiner Berufung als Missionar für die Heiden auch noch als Zeltmacher. Unter Mühen und Plagen, so berichtet er im Thessalonikerbrief, arbeitete er Tag und Nacht sehr hart, damit er ein gebendes Leben führen und so ein Vorbild für andere sein konnte. Er ermahnte dann auch seinen geistlichen Sohn Timotheus und sprach: Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Junge Leute lernen weniger von dem, was man ihnen sagt oder predigt, als vielmehr von dem, was ihnen durch andere vorgelebt wird. Dies ermahnt uns, Vorbilder wie Eliashib zu sein, der als erster Gottes Werk tatkräftig und entschlossen in die Hand nahm. Sehen wir uns Verse 2 bis 4 an. Neben Eliashib und seinen Brüdern, den Priestern, bauten die Männer von Jericho. Und daneben baute Sakur, der Sohn Imris. Aber das Fischtor bauten die Söhne Senaa. Sie deckten es und setzten seine Türen ein, seine Schlösser und Riegel. Neben ihnen baute Meremot, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakots. Neben ihm baute Meschulam, der Sohn Berechias, des Sohnes Meschesabes. Neben ihm baute Zadok, der Sohn Baanas. Und so geht die Liste der Bauleute weiter bis Vers 32. Nehemia erwähnt hier jeden einzelnen Mitarbeiter mit Namen, einen nach dem anderen. Dabei lässt er keinen aus. Warum tut er das? Er tut es, weil es sich hier um geistliche Leute handelt. Diese Bauleute waren mehr als einfache Bauleute. Sie waren Männer und Frauen des Glaubens, die sich trotz ihrer damaligen desolaten Lage, trotz der Gegenwart und Bedrohung durch ihre Feinde und trotz ihrer Schwierigkeiten den damaligen Herausforderungen stellten. Durch den Glauben an den lebendigen Gott überwanden sie alle die Hindernisse und taten in einer unmöglichen Situation und Zeit mit der Hilfe Gottes das große Werk des Wiederaufbaus. Jeder einzelne von ihnen ist ein wahrer Held des Glaubens und alle zusammen haben sie eine beeindruckende Glaubensgeschichte geschrieben. Das wusste Nehemia zu schätzen und darum würdigte er hier jeden Einzelnen, indem er all ihre Namen auflistete. Nun, wenn wir uns diese Männer und Frauen des Glaubens einmal näher ansehen, erfahren wir einige bemerkenswerte Dinge über sie. Sie stammten nicht etwa alle aus Jerusalem, sondern sie waren auch aus den ringsherum liegenden Orten, etwa aus Jericho, aus Tekoa
und sogar aus Mizpah und Gibeon gekommen, also aus Bezirken, die noch nicht einmal zu dem Bezirk Nehemias gehörten. Keiner von ihnen sagte aber, diese Mauer geht uns überhaupt nichts an, denn wir werden ja später darin nicht wohnen. Nein, vielmehr nahmen sie den Mauerbau als ihre eigene persönliche Angelegenheit an und sie wirkten fleißig mit. In Vers 4 wird Meremoth erwähnt. Er war Priester und auch Verwalter der Opfergaben im Tempel. Doch er sagte nicht, dass er zu beschäftigt sei, sondern baute sogar an zwei Stellen mit. Schalom, einer der Vorsteher in Jerusalem, hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Aber auch er benutzte dies nicht als Ausrede, sondern er arbeitete mit seinen Töchtern an der Mauer mit. Es waren auch Leute von ganz unterschiedlichen Berufsgruppen mit dabei. Goldschmiede, also Kunsthandwerker, die eigentlich auf ihre feinen Hände Acht geben mussten. Es waren Vorsteher dabei, Bürgermeister und Salbenbereiter, also Apotheker. Sie alle schienen für den Mauerbau äußerst ungeeignete Leute zu sein. Aber überraschenderweise sagte keiner von ihnen, dass er vom Mauerbau keine Ahnung hätte, sondern jeder stellte freiwillig seine eigenen Anliegen ganz zurück und tat sein Bestes und wirkte am Mauerbau mit. Vers 5 berichtet uns davon, dass es auch einige gab, die nicht mitarbeiten wollten. Lesen wir einmal Vers 5 zusammen. Bitte. Neben ihnen bauten die Leute von Tekoa, aber ihre Vornehmen begaben ihren Nacken nicht zum Dienst für ihre Herren. Die Vornehmen von Tekoa wollten ihre Nacken nicht beugen und nicht mit Nehemia zusammenarbeiten. Sie fühlten sich zu edel für die scheinbar niedrige Arbeit des Mauerbaus. Sie waren zu stolz und zu bequem, um sich an der Arbeit des Herrn auf diese Weise zu beteiligen. Nichtsdestotrotz ließen sich dadurch weder Nehemia noch die anderen entmutigen, sondern sie arbeiteten entschlossen und unverdrossen weiter. Wir können hier auch die weise Strategie sehen, die Nehemia in seinem Plan für den Wiederaufbau der Mauer verfolgte. Nehemia beteiligte das ganze Volk samt ihren Leitern. Und er sorgte dafür, dass sie zusammenarbeiten mussten. Dafür teilte er die Mauer in Abschnitte, wie auch die Bauleute in Bauteams ein. Und er wies jedem einen bestimmten Mauerabschnitt zu. Auf diese Weise sollte jedes Team ganz eigenverantwortlich arbeiten. Gleichzeitig konnte die Mauer schnell und lückenlos so gebaut werden. Bei der Zusammenstellung der Teams berücksichtigte Nehemia sowohl die Herkunft der Mitarbeiter und deren Familien- und Sippenzugehörigkeit als auch deren berufliche Stellung. Dazu ließ er sie möglichst in der Nähe ihrer eigenen Wohnhäuser oder Arbeitsplätze arbeiten und beteiligte die auswärtigen Pendler an solchen Stellen, an denen nur wenige Jerusalemer wohnten. So verloren sie keine wertvolle Zeit und hatten obendrein die Gelegenheit, das persönliche Mauerstück besonders gut zu befestigen und im Angriffsfall den eigenen Grund und Boden zu verteidigen. Nehemia sorgte mit seiner Strategie dafür, dass jeder für den Bau der Mauer motiviert und effektiv zusammenarbeitete. Sein Ziel war, dass die Israeliten durch den gemeinsamen Wiederaufbau der Mauern Jerusalems geistlich wiederhergestellt, ihre Einheit und Identität als Volk Gottes wieder gefestigt würde. Durch die Zusammenarbeit sollten sie ihre Unterschiedlichkeiten und Gegensätze überwinden, ihren Gemeinschaftssinn und ein Herz für die gemeinsame Sache Gottes entwickeln. Was sie antrieb, war der Glaube, dass die neue Mauer Gottes Wille für sie war
und sie dieses gemeinsame Ziel mit Gott gemeinsam sicher erreichen würden. Gottes Vision für uns heute ist der Wiederaufbau der geistlichen Mauern in Deutschland und Europa durch das Werk des Gebets, das Werk des Zweierbibelstudiums und das Werk der Jüngererziehung. Dafür hat Gott vor 45 Jahren die ersten Missionare aus Korea nach Europa gesandt und durch sie einige einheimische Studenten als verantwortliche Leiter, Bibellehrer und Prediger aufgestellt und auch zahlreiche Hausgemeinden gegründet. Nun hat Gott jedem von uns einen bestimmten Mauerabschnitt zugewiesen, damit dieser Mauerbau weitergeht. Einige aber erkennen den Sinn der Sache nicht. Sie sind stolz und bleiben fern von Versammlungen und beteiligen sich nur mäßig und sekundär am Werk Gottes. Der Bau der geistlichen Mauern kann jedoch nicht durch einige wenige Personen geschehen. Nicht nur der Leiter allein, sondern ein jeder ist zur Zusammenarbeit aufgerufen, damit das Werk Gottes gelingt. Darum ist es so wichtig, dass jeder seinen Platz an der Mauer findet. Sowohl unsere Kinder, unsere Jugendlichen, unsere neue Generation, auch die ältere Generation, sowohl die einheimischen Hirten als auch unsere Missionare. Alle sind aufgefordert, ihren Platz an der Mauer zu finden und in diesem Sommersemester das Gefäß der Zusammenarbeit zu bilden, damit Gottes Werk durch uns geschieht. Amen. Zweitens, der Bau der Mauer an der Süd- und Ostseite. Lesen wir einmal die Verse 17 bis 19 zusammen. 17 bis 19. Bitte. Nach ihm bauten die Leviten Rehum, der Sohn Banis. Neben ihm baute Haschabja, der Vorsteher des halben Bezirks von Keila, für seinen Bezirk. Nach ihm bauten ihre Brüder unter Binui, dem Sohn Henadats, dem Vorsteher des anderen halben Bezirks von Keila. Neben ihm baute Eser, der Sohn Jeschuas, der Vorsteher von Mizpah, ein weiteres Stück an dem Winkel gegenüber dem Aufgang zum Zeughaus. Welche Worte fallen uns in diesem kurzen Abschnitt auf? Es sind die Worte neben ihnen oder nach ihnen. Sie werden oft wiederholt. Dies zeigt, dass die Arbeit aller Teams gut aufeinander abgestimmt sein musste. An den Grenzen eines jeden Mauerabschnitts musste jedes Bauteam teamübergreifend mit dem benachbarten Team Absprachen über den jeweiligen Lückenschluss treffen. Es war ein Teil der Strategie Nehemias, dass auf diese Weise das Gefäß der Zusammenarbeit gebildet wurde. Jeder musste jedem helfen, da die Fähigkeiten und Kenntnisse eines einzelnen Teams begrenzt waren. Sehen wir Vers 27. Lass uns auch Vers 27 zusammenlesen. Bitte. Nach ihm bauten die Leute von Tekoa ein weiteres Stück gegenüber dem großen Turm, der hervortritt, bis an die Mauer des Ofel. Obwohl die Leute von Tekoa bereits ihre Aufgabe an der Nordmauer erfüllt hatten, bauten sie noch ein weiteres Stück an der Ostseite. Sie überwanden ihre Niedergeschlagenheit und Traurigkeit wegen der Verweigerung ihrer vornehmen und stolzen Leiter und füllten die Lücke, die sie gelassen hatten. So zeigten sie ihren großen Eifer für die Zusammenarbeit. Warum waren sie so eifrig für die Mauer? Es war, weil sie Gottes Werk und seine Mitarbeiter von Herzen lieb hatten. Die Aufgabe des Wiederaufbaus konnte ein Mensch allein nicht erfüllen. Es war ein Werk der kooperativen Zusammenarbeit. Die Reformation in Deutschland und Europa war nicht allein das Werk von Martin Luther.
ohne die kooperative Zusammenarbeit von Philipp Melanchthon und derer, die Luthers Schriften und Bibelübersetzungen unter dem Volk verbreiteten, wäre dieses große Wirken Gottes nicht möglich gewesen. Einem Menschen zu helfen, Gottes Wort anzunehmen und gemäß der Wahrheit der Bibel zu leben, ist ebenfalls das Werk der Zusammenarbeit. Die geistliche Erneuerung und Erweckung in Deutschland und Europa kann auch nicht allein das Werk unserer Gemeinde werden, sondern es muss das Werk der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gemeinden und auch Missionsorganisationen sein, genauer gesagt von allen, die Jesu Weltmissionsbefehl angenommen haben und bereit sind, sich für dieses große Ziel hinzugeben. Warum fällt aber dann uns die Zusammenarbeit oft so schwer? Es liegt daran, dass die gefallenen Menschen eigensinnig und auch stolz sind. Viele haben ihre eigenen Vorstellungen und wollen auf ihre eigene Weise arbeiten. Solange jedoch jemand sein eigenes Ziel verfolgt, kann er nicht mit anderen gut zusammenarbeiten. Missionar Stephanus hatte die Vorstellung, als Missionar nach Südamerika zu gehen und als Diplomat das UNO-Hauptquartier mit dem Evangelium zu pionieren. Aber Gottes Plan war anders, nämlich dass er an der Seite von Missionar Peter eng für die Jüngererziehung zusammenarbeiten sollte. Als Missionar Stephanus sich selbst verleugnete und seine eigenen Pläne kreuzigte und mit Missionar Peter zusammenarbeitete, konnte Gott durch diese beiden Hausgemeinden sein Werk unter den Bonner Studenten beginnen. Wenn man in der Gemeinde zusammenlebt, erfährt man viele Dinge, wie zum Beispiel Konkurrenzgeist oder Neid, Eifersucht, auch Profilierungssucht. All dies beeinträchtigt nicht nur stark die Zusammenarbeit, sondern kann sogar zur Abspaltung oder zur Spaltung der Gemeinde insgesamt führen. Aber die Bauleute an der Mauer waren ganz anders. Es trennte sie gar nichts. Sie waren ein Herz und eine Seele. Sie hatten einen gemeinschaftlichen Sinn und trugen alle ein gemeinsames Ziel in ihrem Herzen, nämlich die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Kooperation unter Christen ist sehr, sehr wichtig. Natürlich gibt es von Mensch zu Mensch und auch von Gemeinde zu Gemeinde Unterschiede. So wie ein jeder andere Gaben von Gott bekommen hat, so ist zum Beispiel die Form des Gottesdienstes in einer Gemeinde anders als in der anderen. Der Ablauf der Taufe, die Abendmahlsfeier unterscheiden sich und so weiter. Solche Unterschiede soll man respektieren. Sie sollten aber immer nebensächlich sein. Wichtig ist, dass man das gemeinsame Ziel im Auge behält. Zusammenarbeit ist daher in erster Linie kein organisatorisches Problem, sondern immer ein geistliches Problem. Wenn jüngere und ältere Mitarbeiter vom Geist Gottes bewegt sind, dann kann die Generationenkluft überwunden werden und sie können gut zusammenarbeiten. Wenn ein Apotheker, ein Informatiker, ein Jurist, ein Kaufmann und ein Biologe vom Geist Gottes bewegt sind, können sie für das Werk Gottes sehr gut zusammenarbeiten. Missionar Peter und Hirtin John Park Jr. gehören sehr verschiedenen Generationen an. Aber weil sie beide vom Geist Gottes bewegt sind, sind sie letzte Woche zusammen in die Ukraine geflogen, um dort unseren Mitarbeitern in Kiew mit dem Wort und Gebet zu dienen. Wenn Koreaner und Deutsche, Russen und Amerikaner vom Geist Gottes bewegt sind, gibt es nichts Trennendes mehr zwischen ihnen und sie können auf internationaler Ebene für Gott gut zusammenarbeiten. Das gemeinsame große Ziel aller Christen,
und Gemeinden in Europa sollte sein, dass wir die geistlichen Mauern für diesen Kontinent wieder aufrichten. Pastor Kim aus England und Professor Beierhaus kommen aus völlig anderen Gemeinden und gehören ganz anderen Generationen an. Aber weil sie Gottes Anliegen, das Reich Gottes in Europa zu bauen, in ihrem Herzen haben, haben sie keine Probleme damit, mit uns zusammenzuarbeiten und die geistlichen Mauern in Europa wieder aufzurichten. Um zusammenarbeiten zu können, müssen wir vor allen Dingen eins tun. Wir müssen zum Kreuz Jesu kommen und unser Herz von Stolz und Eigensinn und von allen falschen Lebenszielen reinigen lassen. Philipper Kapitel 2, Vers 21 sagt, denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Gemäß diesem Vers ist und bleibt das größte Hindernis bei der Zusammenarbeit die Beschäftigung mit den eigenen Angelegenheiten, das Trachten nach dem eigenen Vorteil, das Streben nach dem eigenen Wohlergehen, das Trachten nach der Verbesserung der eigenen Bedingungen. Denn sie suchen alle das Ihre, aber nicht das, was Christus ist. Um zusammenarbeiten zu können, sollen wir unsere eigenen Pläne, eigenen Ziele verleugnen und stattdessen Gottes Ziel, Gottes Strategie, seine Hoffnung und seine Vision sowohl für unser eigenes Leben als auch für unser Volk und unseren Kontinent persönlich annehmen. In der letzten Zeit haben wir viele Teams mit verschiedenen Aufgaben gebildet. So zum Beispiel das Lobpreisteam, das Predigerteam, Senfkorn-Team, Internet-Team, Sarah-Team, Esra-Team, Gideon-Team, Daniel-Team und so weiter und so fort. Jedes Team ist wichtig und innerhalb jeden Teams ist jeder einzelne Mitarbeiter sehr, sehr wichtig. Auch jede Hausgemeinde unter uns ist sehr wichtig und innerhalb jeder Hausgemeinde ist auch jedes Familienmitglied sehr wichtig. Wir sollen uns mit all unseren Stärken und Schwächen gegenseitig annehmen und hochachten und für die eine Sache Gottes, nämlich für die Verkündigung des Evangeliums, für die Jüngererziehung und den Bau des Reiches Gottes einmütig zusammenarbeiten. Lasst uns in diesem Sommersemester das Gefäß der Zusammenarbeit bilden und die geistlichen Mauern in Deutschland und Europa weiter aufbauen. Lasst uns jeder unseren Platz an der Mauer finden und von ganzem Herzen mitwirken. Gott segne insbesondere unser tausendmaliges gemeinsames Gebet für unser Anbauwerk sowie unser Zweier-Bibelstudiumswerk und stelle dadurch 10.000 Bibellehrer und 5 Millionen Gebetsmitarbeiter unter den jungen Menschen dieser Generation auf. Lasst uns zum Schluss den Leitvers 1 nochmal lesen. Bitte. Und Eliaschib, der Hohepriester, machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf. Und sie bauten das Schaftor, sie deckten es und setzten seine Türen ein. Sie bauten aber weiter bis an den Turm Mea und bis an den Turm Hananel. Ich möchte beten. Lieber himmlischer Vater, vielen Dank, dass du uns heute durch die Juden zur Zeit Nehemias, angefangen von Eliaschib, groß ermutigt hast, das Gefäß der Zusammenarbeit zu bilden, um die geistlichen Mauern in Deutschland und Europa wieder aufzurichten. Herr, hilf uns jeder, unseren persönlichen Platz in unserem Team und in unserem Team zu finden und hilf uns freimütig und von ganzem Herzen deine Sache zu verfolgen, lieb zu haben, sodass wir dein mächtiges Wirken in und durch uns erfahren
wie du unser Volk nochmals als eine Hirtennation aufrichtest und Europa als missionaren aussendenden Kontinent wiederherstellst. Danke für diesen Gottesdienst und für dein lebendiges Wort. Im Namen Jesu Christi. Amen.